Willkommen zurück im Kamurocho, wo Sayama, Kiryu und ich wieder einmal zu einer neuen Runde Yakuza Kiwami 2 einladen. Dieses Mal müssen wir relativ bald, wenn ich nichts anderes Nützliches zu erledigen finde, zum Millennium Tower aufbrechen, wo Kurahashi von der 2. Division für innere Sicherheit der Polizei Date Makoto gefangen hält. Denn er ist eigentlich Ji Yongmin oder so in der Art, ich kann die koreanischen Namen nicht so gut aussprechen, der als Überlebender der Jingon-ha an das eiserne Gesetz gebunden ist und nun nach über 20 Jahren endlich Rache nehmen will für seinen verstorbenen Gefährten. Ich guck mal ganz kurz, ob ich hier noch irgendwas Sinnvolles... Nee, ich glaube, ich gehe besser zur... ich weiß, wo ich hin muss. Ich gehe besser zur Apotheke, wollte ich sagen, um noch dort ein paar bessere Energy Drinks zu kaufen, bevor es dorthin geht, denn da muss ich sicherlich wieder kämpfen. Sayama soll auch mitkommen, hat er gesagt. Also Ji Jongmin. Und wie wir beim letzten Mal gesehen haben, ist auch der zwielichtige Kawada gemeinsam mit Sayamas Adoptivmutter Tamiyo auf dem Weg zum Millennium Tower. Und hier stehen auch schon einige zwielichtige Typen und halten Ausschau. Glücklicherweise kann ich mich hier durch die Seitengassen stehlen. Jetzt bin ich eine zu weit gelaufen. Dann machen wir mit denen hier kurz einen Prozess. Hab ja meinen Buddy dabei. So. Immer wieder schön. Hier ist noch da. Und das war's schon. Schibaraku neteru. Ikimashou. Na, es ist so blöd. Ich weiß gar nicht, wie das in der anderen Version dann sein wird. Ich denke, da gibt es das Problem nicht, dass man mit Laufen auch gleichzeitig Leute anspricht. Machen wir ganz kurz hier rein. Sonst habe ich gerade nichts auf der Karte gesehen, was ich machen könnte. An Substories könnte ich zumindest noch in der Kampfarena nach dem einen Typen suchen. Diesen Schüler, den ich wieder auf seinen richtigen Weg zurückbringen soll, zurückführen soll. Weil er sich ja dem Wrestling verschrieben hat oder irgendwie sowas. Aber gehen wir erstmal zum Millennium Tower. Entschuldigung. Soll ich direkt reingehen? Warum stehen die da so? Ich soll ja sowieso dort hinein. Was sagt er? Ich habe hier viele Leute eingehen sehen. Ist irgendwas Bestimmtes los? Tja, das beantworte ich mal nicht. Haben die irgendwas zu sagen? Oh, willst du nicht Kiryu? Ich lasse dich hier nicht durch. Warum denn nicht? Euer Boss hat uns doch extra hierher bestellt. Wir können sehr gern kämpfen, wenn ihr wollt. Vielleicht lohnt sich das dann ja auch noch punktemäßig oder so. Sind ja Spezialgegner von der Jingon-ha, sind auch ein bisschen stärker. Hui. Das wird gekontert, mein Lieber. Die sind irgendwie komisch abgestimmt. Oh, man schmeißt mit Granaten. Mitten in der Stadt, klar. Hier, das ist auch eine Granate. Kurz weg. Das ging auf uns alle. Aber die richten keinen besonders verheerenden Schaden an, die Granaten. Die sind eher nervig, wenn sie einen so aus den Socken hauen. Und der Passant steht da, als könnte ihn nichts trügen. Der sieht das hier jeden Tag. Ha!
Schön ausgelöst, während der andere kurz an der Kamera vorbeigeflogen ist. Sayama ist aber wieder alle. Gut. Ja. Gibt das Zehnfache ungefähr von einem normalen Kampf. Dann war das jetzt nicht unbedingt die schlechteste Idee, die noch anzusprechen. Ja, jetzt müssen sie mich durchlassen. Und Sayama sagt weiterhin, dass wir uns beeilen sollen. Aber wenn sich das so lohnt, hier waren doch auch noch welche, kämpfe ich auch noch schnell gegen die. Du bist doch der Kiryu, der Dojima. Genau, das ist genau mein Spitzname. Und ihr seid von der Shingon-ha? Kiryu, stirb! Wir haben Dojima no Kiryu gesagt. Normalerweise ist sein Spitzname ja Dojima no Ryu, also der Drache der Dojima. Ich glaube, das sollte dieser kurze Dialog so ausdrücken, dass er den Spitznamen ein bisschen falsch sagt. Oder ich habe da zu viel rein notiert gerade. Egal, in meiner Übersetzung ist das nun so. Bald gibt es die offizielle, da wird das dann alles viel besser sein. Dafür nicht auf Deutsch. Oh. Ich habe mich aber auch schon wieder ein bisschen verletzt hier, die Jungs. Weil er ein Messer hat. Nicht so gern gesehen. Ey. Verletze mich nicht so sehr, aber ich gehe lieber für mal sicher. Außerdem mag ich das nicht, wenn sich die Farben so verändern. Ah, komm schon. Schön einen drauf. Ah, schade, zu langsam. Okay, da konnte ich nicht. Wenn er nicht angreift. Gut. Weiter geht's. Sayama sagt, wir sollen aufpassen und uns nicht länger aufhalten hier als nötig. Machen wir auch nicht, nur ganz kurz noch ein, zwei Levels, wo wir doch gerade die Punkte bekommen haben. Auf jeden Fall Angriffsstärke und die Verteidigung oder Heat. Heat machen wir mal. Na, da geht eh nur eins. Cool. Bald ist alles maxed out. Das klappt hier ganz gut in dem Spiel. Ich habe sogar noch genug über, um den Sprint noch einmal zu verbessern. Die nächste Stufe, die letzte, kostet dann aber 1000 Punkte. Hier noch ein bisschen was für die Verdauung. Oh, das brauche ich nicht wirklich. Hier für die Minigames, für den Kyaba Club mehr Experience Points für meine Damen. Nicht Dirnen, das wollen wir nicht sagen. Und auch für die Arbeiter von Majima Constructions. Okay. Mal sehen, was Kurahashi für uns bereithält. Woher wissen wir eigentlich, wo genau wir hin müssen? Er hat nur gesagt, in den Millennium Tower kommen. Autsch. Hoffentlich hat er sich nicht den Knöchel verstaucht. Ich soll direkt in das 49. Stockwerk kommen. Also zu der Schaltzentrale von Saino Hanaya. Na, die haben ganz schön gehaust hier. Ist Hanaya auch da? Wie sind die überhaupt hier reingekommen? Willkommen, Kiryu. Du bist also Kurahashi? Yuse! Nein! Sie haben eine Bombe! Genau so ist es. Ja, mit ihm sind sie reingekommen. Und die Bombe ist verhüllt wie ein Kunstwerk. Für den dramatischen Effekt. Weshalb sollte ich hierher kommen? Weil auch du eine Rolle spielst in diesem Rachedrama. Weil in meinen Adern das Blut der Shingon-ha fließt. Du weißt es bereits. In dem Fall
Schließ dich mir an und wir besänftigen gemeinsam die Rachegelüste der Opfer von vor 26 Jahren. Lass dich von ihm nicht täuschen. Tu nicht so, als gehöre sie zu Kerlen wie euch. Was soll das hier? Kuraji. Ich habe dich überwacht, seitdem du dich als Japaner ausgibst und zur Polizei gekommen bist. Deshalb habe ich auch meinen Posten gewechselt und mich zur 2. Division versetzen lassen. Ich hatte vor, dich walten zu lassen, wenn du die Dinge auf dich beruhen lassen würdest. Aber ich habe mich in dir getäuscht. Ein verdammter Kerl wie du kann dieser Welt einfach nicht entsagen, was? Ich brauche mich von dir nicht belehren zu lassen. Wenn du weiter mit der Kanone rumfuchtelst, werde ich das Gebäude gemeinsam mit allen Leuten hier in die Luft jagen. Versuch doch, den Knopf zu drücken. Du hast dich über 20 Jahre versteckt gehalten. Dazu hast du gar nicht den Mumm. Unterschätze mich nicht. Für unsere Rache werde ich mit meinem Leben einstehen. Das ist das Gesetz der Jingunha. Das dumme Gesetz. Was soll sowas? Erinnerst du dich an Murai? Sein koreanischer Name war Park Fujon. Er lebte sein Leben weiter und trug dabei seine Sünden mit sich. Raubüberfälle, Mord, Brandstiftung. Wenn man bedenkt, was ihr dieser Stadt angetan habt, ist es nur menschlich, das alles zu bereuen. Und du willst immer noch Rache wegen irgendeinem Gesetz. Das lasse ich aber nicht zu. Murai ist tot. Jetzt, wenn ich dich und Dejin erledige, ist alles vorbei. Tu's nicht! Bleib zurück, Date! Ich muss diese Sache hier beenden, um zu verhindern, dass noch weitere Unschuldigungen kommen. Kannst du wirklich vor den Augen deiner Tochter einen Mann töten? Halt! Tochter? Wen meinst du? Nicht doch etwa... Doch. Ganz genau, du bist gemeint. Sayama Kaoru. Was? Du? Ist mein Vater? Nein! Komm nicht näher! Dieser Mann hat die Frau unseres Bosses, John Suyon, mit sich genommen. Und dann wurdest du geboren. Dein Vater ist Kawada Jiro. Halt dein Auto, Drecksack! Kawada! Ich habe diese 26 Jahre mit all ihren schmerzhaften Erinnerungen nur durchgestanden, weil ich auf die Rache heute gewartet habe. Du hast all meine Kameraden aus dem Mutterland, wirklich alle, einfach umgebracht. Und ich mache dem vereinten Hass von ihnen allen jetzt Luft, wenn ich mir dich hier vornehme. Willst du etwa unsere Gesetze der Jingunha nicht anerkennen? Mir sind diese Regeln komplett egal. Ach so, in dem Fall werde ich dich gemeinsam mit deinem alten Herrn ins Jenseits befördern. Alter. Ich lasse es nicht mehr zu, dass sie Jingunha in dieser Stadt weiter tun und bleiben lässt, was sie will. Du bist auch ein Spross der Dojima. In Vertretung für meinen verstorbenen Ziehvater werde ich gegen dich antreten. Interessant. Hier werden wir jetzt nach so langer Zeit unserem Hass endlich Luft machen. Das werden wir sehen. Tötet ihn! Kawada wurde schon ein paar Mal getroffen. Ich hoffe, der überlebt das jetzt. Ein paar Kugeln stecken die ja normalerweise weg. Hier wieder ein Bossgegner mit Pistole. Ja. Könnte nervig werden, aber wenigstens kriegt man ihn zu fassen. Wo ist eigentlich Hanaya? Vielleicht haben sie ihn irgendwie rausgelockt. Ha. Sehr schön, Ultimate Heat. Ich würde gerne noch einen Treffer landen. Ah, schade. Mist. Oh, 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 das ist knapp. Kawada ist also Sayamas Vater. Damit habe ich jetzt nicht mehr so sehr gerechnet.
Aber er gibt natürlich Sinn. Wir haben es ja ganz am Anfang schon gesehen, dass er die Frau getroffen hat mit dem kleinen Kind. Ich dachte immer, das Kind wäre Sayama. Das ist ein ganz netter Twist. Das erklärt auch vielleicht ein bisschen besser seine Handlung. Warum er so viele Koreaner erschossen hat. Das ist natürlich trotzdem äußerst fragwürdig bleibt. Mal sehen, ob dazu noch ein bisschen was kommt. Ja, Mist. Das klappt ja gut. Jetzt aber. Ha. Das war's. Kudahashi. Er läuft immer noch unter dem Namen Kudahashi. Und das kam mir irgendwie bekannt vor. Vielleicht gab es schon mal so einen Finisher. Eine Bewegung und ich schieße. Oh nein. War das jetzt die tödliche sechste Kugel? Oh. Er sieht gar nicht gut aus. Komm mal da. Du hast mich gerettet. Danke. Zum ersten Mal konnte ich was Vatermäßiges tun. Warum hast du es mir denn nicht erzählt? Es, deine Mutter, sie hatte es so gewünscht. Ihr Wille? Als ich deine Mutter kennenlernte, das war auch an diesem verhängnisvollen Tag. Bleib weg von mir! Du bekommst das Kind nicht! Warte! Nein! Lass mich sterben! Ja, Erinnerung. Der Beginn der wundervollen Beziehung. Ein Kind, das keinerlei Schuld trägt. Das willst du doch nicht wirklich töten. Ich hielt es für zu gefährlich, wenn Suyon im Kamurocho verbleiben würde. Und gemeinsam mit Besho verhalf ich ihr zur Flucht nach Kansai. Etwa ein halbes Jahr später suchte ich Suyon wieder auf. Aber wegen der schlimmen Vorfälle hatte sich in ihrem Herzen eine große Leere gebildet. Ihr Leben war völlig durcheinander geraten. Was ist mit dem Kind passiert? Unter vielen Tränen gab sie es her. Sie gab es ab? Ich konnte sie aber nicht einfach so sich allein überlassen. Und suchte ihr einen Job. Organisierte ihr ein neues Leben. Irgendwie ist es dann passiert, dass wir zusammenkamen und zusammenlebten. Und Kaoru, du wurdest geboren. Ich habe mir überlegt, dass ich nicht den Job in Hongkong annehmen will. Warum? Ich halte es nicht aus, so weit weg von euch beiden zu sein. Aber es ist doch nur ein Jahr, oder? Wenn es beruflich für dich Sinn macht, stehe ich dem doch nicht im Weg. Deshalb, geh bitte nach Hongkong und quäl dich nicht. Während dein Papi nicht da ist, werde ich mich gut um dich kümmern. Und wenn er wiederkommt, machen wir uns alle zusammen eine wunderschöne Zeit. Aber während ich im Ausland arbeitete, wurde Suyon umgebracht. Von wem? Mitglieder der Jingwon-ha, die aus Korea zu diesem Zweck geschickt worden waren. Daraufhin habe ich es auf mich genommen,
alle diejenigen, die in Japan verblieben sind, auszuschalten. Bis auf den letzten Mann. Das heißt, damals, als du all diese illegalen Einwanderer erschossen hast, die alle gehörten zu Jingona. War es Rache für den Mord an Suyon? Nein, nicht nur. Es ging auch darum, die Spur zu dir zu verwischen, Kaoru. Was, zu mir? Als deine Mutter starb, sagte sie, sie wünschte sich, dass wenigstens du vom Fluch deiner Vergangenheit befreit werden solltest. Das war ihr letzter Wille? Genau. Damit es keine Verbindung mehr zur Jingona gäbe, vertraute sie dich mir an. Und Kawada musste deshalb großen Abstand zu dir halten. Aber manchmal riefst du bei Tamio an. Ja. Und wegen des einen Anrufs kamst du dahinter, dass die Tōjōkai mit deinem Schicksal in Verbindung stünde. Du kamst auf die Spur. Das alles war mein Fehler. Ich wusste nicht, dass Kaoru da war. Das ist alles sehr dramatisch. Ich weiß nicht, was damals passiert ist, aber Kaoru, wegen der Tōjōkai, hat sie all dieses Unglück erlitten. Es ist schon in Ordnung. Ich konnte daher leben, ohne Angst haben zu müssen. Wegen eurer Bemühungen. Es tut mir leid. Wegen des Überfalls. Was ist aus dem anderen Kind geworden? Das kann ich leider nicht preisgeben. Hör bitte. Merk dir bitte eine Sache unbedingt. Das Blut, das in deinen Adern fließt, gehört nicht der Jingona. Es ist das Blut der einfühlsamen, fleißigen und so willensstarken Suyon. Und deines, Kawada. Ich meine, deines, Vater. Es ist ewig her, dass ich diese Hand gehalten habe. Du konntest gerade mal meinen Finger fassen und hast gelacht. So eine kleine Hand. Mich und deine Mutter, du hast uns so glücklich gemacht. Vater! Ich danke dir dafür. Und damit ist schon wieder ein Kapitel erledigt. Storytechnisch bis jetzt einer meiner Lieblingsmomente, wie das jetzt aufgelöst wurde. Hatte diese Verbindung jetzt nicht unbedingt erwartet, sondern gedacht, Sayama wäre das Kind vom Anfang an gewesen, wie schon gesagt. Mal sehen, wer das jetzt sein kann. Ich habe irgendwie Ryuji in Verdacht, aber der sieht so anders aus, dass... mal gucken, ob das passt. Wir werden es rausfinden. Man hätte vielleicht überlegen sollen an Tamios und Kawadas Stelle, ob Sayama nicht als erwachsene Frau dann so langsam reif und bereit gewesen wäre für die Wahrheit. Ich glaube, das hätte sie an sich schon geschluckt und das hätte dann auch einiges an Ärger erspart. Fürs Drama ist es so natürlich viel besser und ich kann es auch akzeptieren, weil Kawada doch auch ziemlich extrem und getrieben rüberkam das ganze Spiel über. Er war sehr von seinen Entscheidungen und Taten überzeugt, glaube ich, wahrscheinlich auch aus Angst. Denn die Gewissenlosigkeit und Unnachgiebigkeit der Jingona hat er ja aus erster Hand zu spüren bekommen, als Suyon ermordet worden ist. Der letzte Moment gerade zwischen Vater und Tochter, der hat mich wirklich sogar ein bisschen berührt. Zum ersten Mal in diesem Spiel auf emotionale Weise. Die Geschichte zwischen den beiden ist wirklich sehr traurig verlaufen und ich hätte die beiden gern mehr zusammen gesehen.
Am besten in irgendeinem Shooter-Spin-Off mit Vater und Tochter. Das wäre doch mal richtig cool gewesen. Ein bisschen Max Payne im Yakuza-Gewand mit einer Yakuza-würdigen Story in Hongkong oder so. Das wäre jetzt gerade in diesem Moment mein Traumspiel. Aber gut, gibt es nicht und wird es nicht geben. Dafür beim nächsten Mal das 14. Kapitel von Ryuga Gotoku Kiwamitsu. Macht's bis dahin gut. Bye, bye.